Manganbismuttellurid. So heißt eine ganz neue Art von Quantenmaterial, das spannende Möglichkeiten eröffnet. Mein Team und ich, wir haben dieses Material maßgeschneidert. Vielleicht können daraus einmal Bausteine für günstige Quantentechnologien entstehen. Ich heiße Anne Isaeva und bin Juniorprofessorin für Synthese und Kristallzüchtung von Quantenmaterialien in Dresden. Gemeinsam mit einer Wissenschaftscommunity aus 29 Nationen forsche ich im Exzellenzcluster CTQMAT an den Werkstoffen des 21. Jahrhunderts. Manganbismuttellurid ist ein hoffnungsvoller Anwärter. Das Atom-für-Atom-Design der Kristall ist ein sogenannter magnetischer topologischer Isolator. Perfekt und nahezu verlustfrei kann dieses Material auf seiner Oberfläche den Strom leiten, während es innen isoliert. In geradezu detektivischer Arbeit haben wir herausgefunden, wie sich ein solches Kristall mit einer großen, glatten und atomgenauen Oberfläche fertigen lässt. Das war die größte Herausforderung, denn nur so kann das kristalline Material seine außergewöhnlichen Eigenschaften entfalten. Das heißt, es braucht kein starkes äußeres Magnetfeld, um Stromverlust freizuleiten. Manganbismuttellurid bringt sein Magnetfeld selber mit und ist damit für praktische Anwendungen geeignet, viel mehr als seine Vorgänger. In meiner Doktorarbeit habe ich nach den perfekten Bedingungen gesucht, um dieses Quantenmaterial herzustellen. Fast wie ein Koch, der nach der perfekten Rezeptur fahndet. Ich bin Alexander Zeugner und ich habe entdeckt, dass die Ausgangsstoffe Mangantellurid und Bismuttellurid mehr als 20 Tage bei 600 Grad Celsius, und zwar genau bei 600 Grad, gehalten werden müssen, damit das neue Wundermaterial entsteht. Manganbismuttellurid bietet eine Chance für neuartige elektronische Bauelemente, die Informationen magnetisch kodieren und transportieren. Für Bauelemente, die mit Elektronen Spins rechnen, das heißt für Spintronik. Damit soll Informationstechnologie zum Beispiel nachhaltiger und energiesparender werden.